Die letzten 10 Tage haben gezeigt, wo Deutschland und seine Regierung stehen. Zigtausende Bauern, Handwerker, Mittelständler, Unternehmer aller Sparten auf deutschen Straßen. Ein Bundeskanzler, der überall nur Pfiffe erntet. Ein Wirtschaftsminister, der legitimen Protest gegen die Politik als Umsturzversuch deutet. Hysterie und Verbotsschreie in Richtung AfD, die bei den nächsten Wahlen wohl für einen Paukenschlag sorgen dürfte. Wir dürfen den Putsch von rechts nicht zulassen, ist die einzige Strategie, die dem aufgescheuchten Elfenbeinturm einfällt. Und mit jeder Aktion wird die AfD stärker. Einstein sagte, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ich bin gespannt, was mein Gast sagt. Jetzt den Punkt, Preradovic. Hallo Vera Lengsfeld, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, freue mich. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Politikerin und Publizistin. Sie waren seit den 70er Jahren in der Opposition gegen das DDR-Regime aktiv, kamen 1988 ins Gefängnis, wurden dann abgeschoben und haben dann in Cambridge Religionsphilosophie studiert. Sie sind am 9. November 89 in die DDR zurückgekehrt und haben den Fall der Mauer am Abend live miterlebt. Dann waren Sie Mitglied der Verfassungskommission des Runden Tisches und 1990 Mitglied der ersten und letzten frei gewählten Volkskammer der DDR. Im selben Jahr wurden Sie mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet und wurden in den Deutschen Bundestag gewählt, dem Sie bis 2005 angehörten. Erst für die Grünen, dann für die CDU. Aus der sind Sie jetzt ausgetreten. 2008 haben Sie das Bundesverdienstkreuz bekommen und Sie arbeiten heute als Autorin von Büchern und Artikeln, unter anderem bei der Achse des Guten. Und Sie bloggen auf Ihrer eigenen Website. So, die Woche der Bauern-, Handwerker- und Unternehmerproteste ist vorbei. War das jetzt der Anfang einer großen Bewegung oder doch eher ein Strohfeuer? Was meinen Sie? Das war ganz bestimmt kein Strohfeuer. Denn das hat man aus den Leitmedien nicht entnehmen können. Es gab ja nicht nur die Bauernproteste oder die Unternehmerproteste, von denen die Leitmedien notgedrungen berichtet haben, wenn auch immer unter Reduktion der Teilnehmerzahlen und zwar drastischer, sondern es waren nicht erwähnt in Dutzenden, wenn nicht noch mehr Städten und Gemeinden, wo parallel Proteste liefen. Also in meiner Heimatstadt in Thüringen mit knapp 20.000 Einwohnern, wenn man alle umliegenden Gemeinden, die eingemeindet wurden, mitzählt, waren zum Beispiel letzten Montag 1.000 Menschen auf der Straße. Sogar die Thüringer Allgemeine hat dann 500 zugegeben. Und ich weiß durch meine Kontakte, dass das in vielen Städten solche Parallelproteste gegeben hat, von denen bestenfalls die Lokalnachrichten berichtet haben. Ein insgesamt Bild, wie breit die Proteste waren, ist ja von den Leitmedien nicht vermittelt worden. Mhm. Und zum Beispiel, also nur so ein kleines Beispiel, habe ich in etlichen Geschäften, zum Beispiel beim Bäcker, so große Aufsteller gesehen, ohne Bauern keine Bäcker. Oder andere Solidaritätsbekundungen für die Proteste. Und hier in meinem Heimatkreis, Kyffhäuserkreis, weiß ich, dass also es eben nicht nur die Bauern waren, sondern sehr viel Unterstützung, aktive Unterstützung von sehr vielen Unternehmern gekriegt haben. Und ich denke, dass das Bild auch nicht anders aussieht. Und glauben Sie, das geht jetzt weiter? Ja, das muss weitergehen, denn die Regierung hat sich unglaublich störrisch und arrogant gezeigt. Sie haben offensichtlich geglaubt, sie müssen diese Woche nur überstehen und dann würde der Protest in sich zusammenfallen und alles würde so weiterlaufen wie bisher. Also ich persönlich denke das nicht, weil es war eben nicht ein einfacher Bauernprotest wegen der Streichung der Dieselsteuersubventionen, sondern ich spüre das auf Schritt und Tritt, das war
ein allgemeiner Protest der Bevölkerung gegen diese Ampel. Es hat die wahrscheinlich abgesehen von den Ampelleuten, die direkt oder indirekt von der Ampel leben und finanziert werden, also in den NGOs, in den Denunziantenplattformen und so weiter, haben die Leute die Nase voll von dieser Regierung. Also vor allen Dingen diejenigen, die mit ihrer täglichen Arbeit noch dafür sorgen, dass in Deutschland etwas läuft und dass die Steuereinnahmen sprudeln. Selbst bei den Bauern war ja die Diskussion um den Agrardiesel ja nur der Tropfen, der dieses Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und jetzt habe ich in einem Ihrer Artikel gelesen, dass Sie schreiben, während deutsche Landwirte von der EU mit immer mehr Tierwohl- und Umweltschutzregeln kujoniert werden, entstehen mit Unterstützung derselben EU Hühnerfabriken, Schweine- und Rinderzuchtanstalten in Osteuropa, für die diese Bestimmungen nicht gelten und die folglich konkurrenzlos billig produzieren können. Das ist tatsächlich so? Das ist tatsächlich so und leider der breiten Öffentlichkeit immer noch nicht bekannt. Das ist auch der eigentliche Grund der Bauernproteste. Die sind ja auch nicht erst seit diesem Jahr da oder seit Ende letzten Jahres, sondern ich habe in Berlin schon seit mehreren Jahren diese Bauernproteste erlebt und die waren, der Unterschied war, dass sich die Verbände, die Bauernverbände bei den früheren Protesten rausgehalten haben. Und die sind dann auch ganz einfach von den Medien totgeschwiegen worden. Der Unterschied zu 2023 ist, dass dieses Mal die Bauernverbände sich beteiligt haben oder mitgezogen haben und das nicht länger verschwiegen werden konnte. Aber das Problem ist, dass dieses Höfesterben in Deutschland, was seit Jahren vor sich geht, und was sozusagen unter den Tisch gekehrt wird, von den Medien und was deshalb auch von der Bevölkerung nicht richtig wahrgenommen wird, das hat, nach meiner Analyse System. Es, und das, wenn man sich genau die Berichterstattung über die Bauernproteste anguckt, auch in einzelnen Leitmedien, wird das auch angesprochen. Kleine Höfe können diese vielen Auflagen nicht mehr stemmen, gehen ein und das Land wird aufgekauft, zum Beispiel von solchen Philanthropen wie Bill Gates, also der weltweit Ackerflächen aufkauft, ob jetzt Kauft in er auch in Deutschland. Deutschland? Na, das weiß ich jetzt nicht genau, aber der kauft weltweit Ackerflächen Ja, auf das weiß ich. und größere Konzerne kaufen Ackerflächen auf, überall in der Welt, auch in Deutschland. Und Ja, das ist das denn, war, ist das gewollt? Glauben Sie, dass ist das gewollt, gewollt ist? ja, das ist gewollt. Warum? Naja, also wer die Nahrungsmittelproduktion in der Hand hat, sagen wir mal als Agrarkonzern oder als Anhängsel von großen Konzernen, der kann tatsächlich, der kommt tatsächlich der absoluten Macht nahe. Denn wer die Nahrungsmittel produziert, ist sozusagen der Herr über Leben und Tod. Das muss Das man ja heißt ja sehr im, dramatisch sagen. das heißt ja eigentlich, dass die Politik eher für die großen Konzerne arbeitet als für uns. Ich glaube, dass das unser großes Problem ist, dass sich der Staat, also bleiben wir jetzt mal Deutschland, aber das trifft eben nicht nur auf Deutschland zu, dass sich der Staat mit den Konzernen sozusagen liiert hat. Und anders ist auch nicht zu erklären, dass große Unternehmen zum Beispiel Werbung machen mit Bildern und Slogans, die von der Mehrheit oder von jedenfalls einem sehr großen Teil ihrer Käufer abgelehnt werden. Ab und zu wird das ja auch mal an Einzelfällen thematisiert. Aber das steht dahinter, dass durch diese enge Liaison, die Staat und Konzerne eingegangen sind, der Staat der verlässlichere Partner für die Konzerne ist. Käufer sind eben sehr kritisch. Und in einer funktionierenden Marktwirtschaft bestimmt der Käufer, welches Produkt sich durchsetzt auf dem Markt. Aber wir haben ja zunehmend eine Tendenz,
dass die Politik bestimmt, welches Produkt sie auf den Markt bleiben darf und welches verschwinden muss. Also Dieselautos sollen weg, die ausgereifte Dieseltechnik soll weg und Elektroautos sollen her. Ja? Ja, im Grunde sollen ja alle Verbrenner weg, ne? Auch Benzin. Ja, ja, alle Verbrenner weg. Wobei man ja immer sagen muss, wenn das Elektroauto so viel besser wäre als der Verbrenner. Diese beiden Konzepte waren ja von Anfang an bei der Erfindung des Automobils präsent. Es gab also seit es Autos gibt, beide Konzepte. Und wenn das Elektroauto so viel besser wäre, dann hätte sich das Elektroauto auf dem Markt durchgesetzt und nicht der Verbrenner. Und diese Elektroautos werden jetzt von der Politik gepusht. Also es wird bestimmt, dass die noch gekauft werden müssen, weil der Verbrenner demnächst nicht mehr angeboten werden darf oder nicht mehr verkauft werden darf. So was Ähnliches ist ja auch soll mit den Heizungen passieren. Also die Leute sollen nur noch mit Strom heizen und die alternativen Möglichkeiten sollen abgeschaltet werden. Ja, und vor allem, das kann ja gar nicht funktionieren. Alle Autos auf Strom, alle Heizungen auf Strom, aber Strom nur noch aus Erneuerbaren in Zukunft. Ja, ja, natürlich. Das ist die nächste Sache. Mhm. Aber man fragt sich ja, warum wird das mit solcher Vehemenz betrieben? Warum werden alle kritischen Stimmen und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sagen, dass das nicht funktionieren kann, und eigentlich können wir das ja jetzt schon erleben. Also Baden-Württemberg musste jetzt einen Aufruf starten, bitte spart Strom, damit das Netz überhaupt noch stabil bleibt. Man hat über die Grundlast, die Stabilität des Netzes überhaupt nicht nachdenken müssen seit Jahrzehnten. Plötzlich ist das ein Thema, weil nur noch mit ganz komplizierten Netzmanagement, ich habe jetzt die Zahlen vergessen, also wo aber ungefähr früher drei Netzmanager ausgereicht haben, um die Stromschwankungen auszugleichen, sind jetzt 3000 am Start. Was? Ja? Echt? Weil ja, mit einer riesigen Menge von Leuten, die jetzt nur noch damit beschäftigt sind, die immer stärkeren Netzschwankungen auszugleichen. Ja? Wir mussten ja zum Teil, wenn die Erneuerbaren mal funktionieren, die Sonne scheint, der Wind weht, und das alles ins Netz geht, müssen plötzlich alle anderen Stromproduzenten abgeschaltet werden. Wenn der Wind aufhört und die Sonne oder es Nacht wird, müssen die anderen wieder ans Netz. Die Kraftwerke sind am ineffizientesten, wenn sie immer zu hoch und runter gefahren werden. Dann stoßen sie übrigens auch viel mehr CO2 aus, was ja die angebliche Ursache für all diese politischen Bemühungen ist, sagt, CO2-Reduktion. Es ist nicht untersucht worden oder jedenfalls ist mir keine Untersuchung bekannt, aber allein durch diese ständige Rauf- und Runterfahren von Kraftwerken, ob Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke, vervielfacht sich der CO2-Ausstoß, wo es doch angeblich um die Verminderung geht. Ja? Und alle diese Paradoxien werden in Kauf genommen, um das Klima zu schützen, ja, oder die CO2 zu reduzieren. Und wenn man kein russisches Gas mehr bezieht, dann wird das Gas jetzt mit Riesentankern aus den USA und aus Afrika geholt. Und aus Indien, das zum Teil wieder russisch ist. Ja, und aber auch das vermehrt den CO2-Ausstoß. Nicht nur, dass es die Energie so verteuert, dass viele Menschen in Deutschland, aber auch anderswo schon Probleme haben, ihre Energierechnung zu bezahlen, sondern es vermehrt den Ausstoß von CO2. Ja, und es wird trotzdem gemacht. Ja, das ist eigentlich völlig verrückt, nicht? Ich meine, ich frage mich ja,
Ich meine, dass diese ganzen anderen wissenschaftlichen Arbeiten, die sagen, wir haben keine Klimakatastrophe, da gibt es ja auch einige. Ja, etliche. Nobelpreisträger, die sich da einmengen. Ja. Ja. Das wird alles unter den Tisch gekehrt, darf nicht diskutiert werden. Ja. Und auf der anderen Seite ist es völlig klar, dass diese Strompolitik nicht zu einer, sagen wir mal, nicht zum Wohlstand führt, sondern eher dazu führt, dass wir eine Stromverknappung erleben müssen. Ja, das steht ja da. Ist das pure Ideologie oder steckt da auch noch ein anderer Zweck dahinter? Na, das ist eine rein ideologiegetriebene Politik, die wir erleben müssen. Und wobei Klima macht ja auch Menschen reich oder auch Konzerne reich. Ne? Also. Na, das ist es ja. Darauf habe ich ja vorhin hingewiesen. Mhm. Ja. Also erstens ist das eine Quelle von Reichtum für die Windmüller und die Solarfeldbetreiber. Ja. Die reich werden und da nebenbei mit ihren Installationen die Umwelt zerstören. Also zum Beispiel werden ja auf guten Ackerböden Solarfelder angelegt und das wird auf viele Jahre diese Ackerböden total, also nicht nur, dass sie nicht genutzt werden können, es sollen ja auch in Europa Flächen stillgelegt werden. Das ist ja eine Vorgabe von der EU wahrscheinlich, um weitere Solarparks auf diese stillgelegten Flächen zu legen. Aber was das mit den Ackerböden tut, das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Aber eine Bodenverbesserung ist das auf gar keinen Fall. Und wenn mal diese Solarfelder wieder abgebaut werden müssen, ja, in 20 Jahren, wenn das alles hinüber ist, dann werden wir sehen, dass wir da ganz verschlechterte Bodenwerte haben. Und aber all das wird in Kauf genommen und die Leute, die das machen, die werden natürlich reich durch staatliche Subventionen. Also auch diese Konzerne, die jetzt zum Beispiel die Stahlproduktion auf grünen Wasserstoff umstellen sollen, kriegen riesige Subventionen und streichen die natürlich ein. Ob das jemals erfolgreich sein kann, ich denke eher nicht. Und es gibt genügend Techniker und Wissenschaftler, die sagen, das kann gar nicht funktionieren, ja, weil das alles viel zu teuer ist, also unbezahlbar. Aber die Konzerne streichen erstmal die Riesensubventionen ein. Und am Ende werden wir wahrscheinlich ohne Stahlindustrie dastehen. Aber das ist aus meiner Sicht ja kein Kollateralschaden, sondern das ist etwas, was die Grünen auch immer verkündet haben. Sie haben das den ökologischen Umbau der Wirtschaft genannt. Aber in Wirklichkeit meinen sie Deindustrialisierung. Ja, und es gibt ja noch andere Sachen, wo man eigentlich nur noch den Kopf schütteln kann. Wir wissen, dass dem Kanzler und seiner Regierung 60 Milliarden fehlen durch eigenes Verschulden im Haushalt. Auf der anderen Seite werden mehr als 60 Milliarden für Projekte im Ausland ausgegeben, zum Beispiel gute Regierungsführung in Äthiopien oder diese inzwischen berühmt gewordenen Fahrradwege in Peru. Das geht auf, also ich habe gelesen, dass das geht auf Joschka Fischer zurück, der sagt, Deutschland hat so viel Schuld auf sich zu laden, da muss man so viel Geld raus in die Welt schicken, wie es gerade geht. Er hat das nie dementiert, aber man ist auch nicht ganz sicher. Diese 60 Milliarden werden zum Beispiel nicht angetastet. Was für einen Sinn machen die für Sie? Also dass dieses Ganze, diese 60 Milliarden, die ins Ausland gehen für alle möglichen absurden Projekte? Ja, also ich meine, wenn die Radwege in Peru noch entstehen, wäre ja da wenigstens noch ein Nutzen für die Peruaner. Man muss allerdings sehen, dass ein großer Teil des Geldes zu denen fließt, die diese Projekte im Ausland dann durchführen, ja, also diesen Entwicklungshilfebetreuern, die kriegen da ein ganz... Und was ich viel problematischer finde als die berühmten Radwege in Peru, sind solche Sachen wie also zum Beispiel die Zuwendungen für die Elfenbeinküste.
die man in diesen zwei, in dieser 22-seitigen Auflistung der Projekte des BMZ findet. Da steht gar nicht, wofür die eingesetzt werden sollen. Oder in anderen afrikanischen Ländern sagte, also Post-Covid-Hilfen. Also auch das ist sehr, sehr Es riecht nach Korruption, unkonkret, oder? ja. Und Riecht das nach Korruption? naja, also für mich riecht das danach, dass ein großer Teil des Geldes in Privattaschen fließt, ja. Und das ist natürlich nichts Neues. Also mir ist das erste Mal aufgefallen bei Arafat. Arafat, der Palästinenserführer, hat ja in seinem Leben nie richtig gearbeitet. Der war also immer Politiker oder Aktivist oder was man immer nennen will. Als der starb, hat der, wenn ich mich richtig erinnere, 9 Milliarden. Der war jedenfalls Milliardär. Ja, also von seiner Hände Arbeit oder irgendwas anderes hat er das nicht gekriegt. Und dasselbe haben wir ja jetzt auch mit der Hamas, dass große Teile der Hilfsgelder, die nach Palästina fließen, gar nicht der Bevölkerung zugutekommen, sondern jetzt aktuell der Hamas, ja. Und die Hamas konnte ihr Tunnelsystem unter Gaza damit bauen. Also sind immense Gelder zur Hamas geflossen von dieser humanitären Hilfe für Gaza. Und so ähnlich, wenn man diese 22 Seiten sich genau anguckt, dann sind manche Projekte gar nicht angegeben oder so unkonkret. Und ich vermute, dass das nie kontrolliert wird. Also jedenfalls habe ich da keinen Hinweis darauf gefunden, wie das kontrolliert wird, ob das Geld, was da so großzügig ins Ausland verteilt wird, überhaupt, ob da geprüft wird, ob da das, was wenigstens im Falle Peru dann noch angegeben ist, tatsächlich passiert, oder was damit passiert, wenn kein genaues Projekt angegeben ist. Dann sind Ja. das im Grunde sind das 60 Milliarden, über 60 Milliarden schwarze Kassen. Eine schwarze Kasse, aus der man alles Mögliche zahlen kann. Ja, So klingt das, wenn also das nicht überprüft so sieht wird. das, man muss sich das bloß angucken, ja, so sieht das aus. Und wie gesagt, die Frage ist ja, wer führt das dann aus und wer kontrolliert das, was mit dem Geld passiert? Und ich vermute sehr stark, dass das nicht kontrolliert wird. Das heißt Das also, das ist rausgeschmissenes Geld. Genau das, was Joschka Fischer in diesem Zitat sagt. Ja, also man kann es auch rausschmeißen, Hauptsache die Deutschen kriegen es nicht. ist sehr verwirrend, wenn man eigentlich so, wenn man so überdenkt. Ich hätte ja eigentlich auch von einem Kanzler, von einem vernünftigen Kanzler erwartet, dass er jetzt nicht die Bauernsubventionen stoppt, sondern dass er den Bau des Kanzler, den Ausbau des Kanzleramtes stoppt. Der ist auf, ich glaube, 750 Millionen datiert, wird dann auch 1 Milliarde kosten. Wir wissen, dass Ja, große ja, ja, Projekte ja. immer so teuer werden. Hat er nicht gemacht, will er auch nicht machen. Man hat den Eindruck, in Berlin wird aus einem Elfenbeinturm regiert, ohne Bezug und ohne Berührung zum Bürger. War das in Ihrer Zeit im Bundestag eigentlich auch schon so? Also auf gar keinen Fall so krass wie heute. Wir haben eine Regierung, die dermaßen unverschämt sich bedient aus dem Steuertopf. Also zum Beispiel, ich bin ziemlich sicher, dass Rita Siegmund als Parlamentspräsidentin sich nicht auf Steuerzahlerkosten frisieren ließ, jeden Tag. Ja? Und dass sie auch keine Hoffotografen finanziert hat. Also Abgeordnete und Minister haben eine Steuerfreipauschale, die beträgt bei den Abgeordneten schon über 5.000 Euro. Das heißt, die sind steuerfrei und man kann damit machen, was man will. Zum Ja? Beispiel zum Und Friseur gehen. eigentlich war das gedacht, dass man für den Mehraufwand, den man hat, auf diese Steuerfreipauschale zurückgreifen soll. Und die wird jetzt einkassiert und man lässt sich die Frisur, also Annalena Baerbock, die Schminke, also die Visagistin und die Fotografen aus dem Steuersäckel finanzieren. Das hat es vorher so nicht gegeben. Und es fing mit Merkel an,
also mit der Großen Koalition. Aber so unverschämt, wie das jetzt die Ampel betreibt, ist das vorher nicht gewesen. Und das war, denke ich, 1990, als ich Mitglied des Bundestages wurde und die Politik von nahem beobachten konnte, garantiert nicht der Fall. Also es hat auch immer ein bisschen, es hat auch immer Scheckbuchpolitik gegeben im Außenministerium. Also da war der Außenminister in der Kohl-Regierung auch sehr freigebig, aber auch nicht in diesem Umfang, wie das jetzt passiert, ja. Das übertrifft ja, diese 60 Milliarden übertrifft ja alles, was Deutschland als Entwicklungshilfebeitrag sich verpflichtet hat zu zahlen. Ja. Das ist nur jetzt mal durch diese kleine Anfrage der Union aufgeflogen. Vorher ist das ja alles unter dem Radar der Öffentlichkeit gewesen und wir haben ja auch keine Leitmedien, die mal ihrer eigentlichen Aufgabe der Regierung auf die Finger zu schauen, nachkommen. Auch das Nee. gab es in den 90er Jahren noch, als ich Mitglied des Deutschen Bundestages war. Und wenn man bedenkt, dass damals ein Minister zurückgetreten ist, weil ein Chipschwager von ihm ein Plastikchip produziert hat für die Einkaufswagen, Möllemann. die eine D-Mark ersetzen sollten, weil er da gesagt hat, tolle Idee, ja, dem geschrieben hat, tolle Idee. Deswegen ist er zurückgetreten. Der ist zum Rücktritt gezwungen worden. Ja, Ja. Jürgen Möllemann damals. Also Ja. wenn der das noch erlebt hätte heute, der wäre dann rückwirkend nicht zurückgetreten, ganz klar. Und die Regierung, ja? Naja, aber auch dieser Doppelmaßstab, also diese Doppelstandards, die da angelegt werden, also der von Gutenberg musste noch wegen seiner Plagiate zurücktreten und Annalena Baerbock, die im Wahlkampf ein plagiertes Buch verkaufen wollte, was dann noch aufgeflogen ist, blieb trotzdem Kanzlerkandidatin und ist dann Außenministerin geworden. Ja, das wäre in den 90er Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Ja. Und Es jetzt gibt kann passieren, was will. Also ob man den Warburg-Skandal nimmt von Scholz, wo er einfach sagt, nö, er kann sich jetzt nicht erinnern und dann die Akten verschwinden vor aller Augen und kein Korrektiv fühlt sich bemüßigt, da eine Recherche durchzuführen. Ja. Also diese Zustände sind tatsächlich neu und die zeugen von einer Arroganz der Macht, die es vorher so nicht gegeben hat. Und auch diese Haltung der Regierung interessiert uns doch nicht, was die Bevölkerung sagt. Ja, wir lügen dann einfach, wir lügen die Proteste einfach klein. Wir diffamieren die Proteste als rechts. Wir rufen dazu aus, dass die nicht Gewalt benutzen dürfen, obwohl sie es gar nicht tun. Wir reden von Umsturz, Ja, und reden von Fantasien. Umsturz und dort, wo die Gewalt wirklich ausgeübt wird. Wir haben das ja am 17., nee, an dem Wochenende erlebt, letztes Wochenende erlebt, wo in Berlin auch die Liebknecht Luxemburg Jünger demonstriert haben. Das interessiert mich immer besonders, weil ich zu DDR-Zeiten am Rande der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration verhaftet worden bin, mit einem Transparent. Jeder Bürger hat das Recht, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Aber das Interessante ist, da sind über 20 Polizisten bei den Krawallen verletzt worden. Und darüber schweigt die Regierung, ja? Die nicht stattgefundene Gewalt bei den Unternehmer- und Bauernprotesten wird behauptet. Und dort, wo die Gewalt stattfindet, wird sie beschwiegen. Und was für mich auch noch interessant war, ist, dass Olaf Scholz und Annalena Baerbock dann in Potsdam bei einer Demonstration zur Rettung der Demokratie standen. Wo ist die
ihr Neutralitätsgebot als Regierung, das wird dann nicht beachtet. Ja? Und dann ist mir natürlich eingefallen, dass die Liebknecht-Luxemburg-Demo, die wie gesagt an diesem Tag parallel lief, die einzige Demo war in der DDR, wo das Politbüro vorne wegmarschiert ist und alle mussten hinterher. Da kriegten alle Betriebe, alle Verwaltungen und so weiter die Auflage, zu dieser Demo zu gehen. Ja? Und wer sich seine Karriere oder auch nur seinen sicheren Arbeitsplatz nicht verscherzen wollte, musste dahin. Und ich habe mich gefragt, wenn der Kanzler Scholz und Frau Baerbock an der Spitze dieser Demonstration steht, ob da nicht so ein ähnlicher Mechanismus gelaufen ist, ja? Dass das angekündigt wurde und jeder, der seinen warmen Platz in der Verwaltung, in der NGO, in der Denunziantenplattform und so weiter halten will, sich bemüßigt gefühlt hat, dahin zu gehen. Ja? Ja, das ist gut möglich. Also zumindest wurde auf jeden Fall viel getrommelt und alle wurden zusammengetrommelt, alle NGOs, die Gelder vom Staat bekommen, das sind ja auch mehr als genug. Und Olaf Scholz, das ist zum Beispiel, glaube ich, die einzige Demo gewesen, wo er nicht ausgepfiffen wurde. Egal, wo der im Moment auftaucht, erntet der Pfiffe. Ob in Cottbus, bei den ICE-Werken, ob beim Handballspiel. Kennen Sie Olaf Scholz gut? Nein, ich habe ihn immer nur, ich habe ihn nur am Rande erlebt, ja. Aber welchen Eindruck haben Sie dann generell von ihm? Was macht der falsch? Ich meine, abgesehen von seinen Cum-Ex und Geschichten. Also er ist die Verkörperung der, was ich vorhin als die ultimative Arroganz der Macht beschrieben habe, dass er sich überhaupt nicht drum kümmert, welche Wirkungen seine Handlungen haben. Er fühlt sich ganz offensichtlich geadelt, dass er schalten und walten kann, wie er will. Ja? Und er war mir immer suspekt, schon damals als Generalsekretär der SPD, da ist er mir das erste Mal richtig aufgefallen, wo er die Lufthoheit über die Kinderbetten gefordert hat. Mhm. Ja, als Generalsekretär der SPD hat Olaf Scholz die Lufthoheit über den Kinderbetten gefordert. Was meinte er jetzt damit? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, dass die Kinder, was immer der damit meinte, das ist das, was jetzt passiert. Dass selbst die Kindergartenkinder indoktriniert werden und nicht mehr, also dass sie Haltung zeigen sollen und dass sie vor allen Dingen nicht mehr wissen sollen, ob sie Jungs oder Mädchen sind. Ja, das wird ja jetzt ganz massiv betrieben. Die entsprechenden Aktivisten gehen ja auch in die Kindergärten. Und das ist doch klar, wenn Kinder verunsichert werden, die nicht mehr wissen sollen, ob sie Männlein oder Weiblein sind, die sind daran gehindert, zu einer selbstständigen Persönlichkeit zu werden, weil sie ihr Leben lang verunsichert sind und unsicher bleiben. Ja, ja, und fatalerweise steht in diesem Selbstbestimmungsgesetz ja auch, dass Eltern bis zum 14. Lebensjahr bestimmen können, welches Geschlecht ihr Kind hat. Ja, das ist völlig absurd. So werden, das ist eine Persönlichkeitsstörung, Zerstörung der Kinder. Ja, und das wäre in den 90er Jahren auch noch völlig undenkbar gewesen. Ja, absolut. Das ist absolut undenkbar. Es gibt, dieser Regierung fällt im Grunde immer nur eins ein. Der Kampf gegen Rechts-Nazi. Wir müssen den Putsch von rechts verhindern, woher der auch immer kommen soll. Im Fokus steht natürlich jetzt die AfD. Also es wird ganz groß, werden jetzt auch nach diesem Treffen in Potsdam, werden jetzt Verbote gefordert der AfD. Björn Höcke sollen die Grundrechte aberkannt werden. Wie sehen Sie diese, ich glaube, man kann schon sagen, Hetze gegen eine demokratisch gewählte Partei, was immer man von ihr halten mag? Naja, das ist die pure Angst. Das ist die pure Angst, weil Ihnen doch schwant bei all Ihrer Arroganz, dass Sie bei der nächsten Wahl abgewählt werden könnten. Also die Zahlen sprechen ja dafür. Es geht ja nicht nur um die Stärke der AfD, sondern auch um die Schwäche der SPD.
Ja, die Grünen sind ja noch erstaunlicherweise stabil, aber da muss man sich auch nicht wundern. Die hatten immer also ihre Stammwähler, ja. Aber vor allen Dingen die SPD verliert, die FDP ja sowieso hochverdient auch. Und mal sehen, was aus der Union wird, wenn die Werteunion sich gründet. Und eine Abspaltung von der Union den Wählern zur Verfügung steht. Das, Sind Sie dabei? na, ich werde auf jeden Fall am nächsten Wochenende, ich bin ja Mitglied der Werteunion, und ich werde auf jeden Fall am nächsten Sonnabend dabei sein und werde dafür stimmen, für die Abspaltung von der CDU, ja. Weil ich finde, dass die Union war das Erfolgsmodell der alten Bundesrepublik. Und die hat ja das, was sie zum Erfolg gemacht haben, völlig verlassen. Also in den 16 Merkel-Jahren hat die Union, und ich sage Union, weil die CSU dem allem gefolgt ist, ja, noch nicht so ganz offensichtlich für viele, noch für viel zu viele aus der Öffentlichkeit, aber doch merkbar. Also die sind ja total, inzwischen so total links, dass es tatsächlich einen CDU-Bundestagsabgeordneten, glaube ich sogar, gab, der gesagt hat, ja, also bei den Bauernprotesten, die wären ja ganz rechts, da wär hätte es ja so viele Deutschlandfahnen gegeben. Ach so. Ja, Wie war ja. das nochmal bei der Fußball-WM 26? Ja, na, das hat den Linken auch einen tiefen Schock versetzt. Also, dass damals sich Deutschland als ein Land, als ein liebenswertes Land präsentierte, was für niemanden mehr eine Bedrohung ist und was auf dem Wege war, auch wieder zu einer Identifikation zu sich selbst zu finden. Genau, aber ich wollte gar nicht ablenken mit der Das war aus meiner Vergangenheit. Sicht der Startschuss, dagegen zu halten. Und offensichtlich ist Ihnen das ja auch sehr gut gelungen. Also wie gesagt, wenn jetzt ein CDU-Mann sagt, also das war rechts, weil da so viel Deutschlandfahren ist, das zeigt nicht nur das tiefe historische Unverständnis, sondern vor allen Dingen auch, wie weit diese Partei nach links gedriftet ist. Und Sie sehen ein Potenzial für die Werteunion, wenn sie zur Partei wird? Ja, wenn es gelingt, klarzumachen, dass wir die wahren Erben des Erfolgsmodells Union sind und diejenigen, die zum Markenkern der Union zurückkehren, denke ich, hat das eine Chance. Jedenfalls mehr Chancen aus meiner Sicht, als wenn die Werteunion sagen wird, wir machen jetzt wieder eine neue Partei. Ich meine, gerade eines der ganz großen Themen ist ja illegale Migration. Und gerade was die illegale Migration angeht, gibt es eigentlich nur noch extreme Meinungen, die irgendwie in der Öffentlichkeit auftauchen. Ja? Ich habe den Eindruck, es gibt keinen Platz mehr für differenzierte und sachliche Diskussionen, die aber Not täten. Also ein Professor, mit dem ich über die Problematik sachlich und faktenbasiert, weil er Fakten gesammelt hat, also Zahlen, ein Gespräch führen wollte, schrieb zurück: Ich halte mich derzeit lieber zurück. Also er traut sich nicht so richtig, obwohl es da wirklich nur um Fakten ging. Jetzt sagen viele, das ist eine gewollte Entwicklung, diese immer weiter reinströmenden Migranten, illegale Migration. Glauben Sie das auch? Na, es kann ja nur gewollt sein, denn das wäre ja Könnte auch Unfähigkeit sein, keine es zu Sache verhindern. zur Gesetzlichkeit an den deutschen Grenzen zurückzukehren. Ja? Diese unkontrollierte Masseneinwanderung ist ja ungesetzlich. Und man müsste einfach nur zu der Gesetzlichkeit an den deutschen Grenzen zurückkehren. Und dann würde diese Masseneinwanderung, diese unkontrollierte Masseneinwanderung stoppen. Und dann, da gibt es nur eine Erklärung, das ist nicht gewollt. Ja?
Und wenn Kanzler Olaf Scholz verkündet, ja, wir müssen mehr abschieben und das sogar auf den Spiegeltitel schafft, aber am Ende rauskommt, nach seinen Plänen sollen es vielleicht jährlich 600 sein. Das ist weniger als die Anzahl, die nach meinem Wissen tagtäglich hier reinströmen. Dann gibt es auch nur eine Erklärung, dass diese unkontrollierte Masseneinwanderung gewollt ist. Allerdings ist mir ein völliges Rätsel, was der Grund. Also mir fallen jedenfalls keine guten Gründe ein. Mir auch nicht. Es kann nicht um Fachkräfte gehen, weil mehrheitlich kommen keine Fachkräfte, sondern sogar ganz viele Analphabeten. Die Anzahl der Analphabeten in Deutschland geht inzwischen in die Millionen. Wir hatten mal sozusagen in den 90er Jahren keine oder also nur im Mikrobereich Analphabeten. Jetzt haben wir schon wieder mehrere Millionen. Und der größte Teil wahrscheinlich, also es wird ja darüber auch nicht ernsthaft geredet, aber ein großer Teil, sagen wir mal so, ein großer Teil der Migranten geht ja gar nicht in den Arbeitsmarkt, sondern in die Sozialsysteme. Ne? Und es gibt ja auch die entsprechenden Experten, die immer mal wieder darauf hinweisen, dass also dass da ein großer Teil in den Sozialsystemen verbleibt und keine Aussicht darauf besteht, dass die tatsächlich in den Arbeitsmarkt gehen. Also Fachkräftemangel oder der Gewinn an Fachkräften kann der Grund auch nicht sein. Und warum man lauter junge, wehrfähige Männer ins Land holt, tja, da fällt mir jetzt auch kein guter Grund ein. Also verteidigen im Kriegsfall werden die uns nicht, vermute ich mal. Jetzt hoffen wir mal, dass es keinen Kriegsfall gibt, auch wenn Pistorius schon fleißig in diese Richtung trommelt. Jetzt Ja. treffen sich Politiker und Milliardäre aus aller Welt gerade diese Woche in Davos, ja. Und das wichtigste Thema ist Kampf gegen Desinformation, also gegen Informationen, die ihnen nicht passen. Das kennen wir ja auch schon Ja. wunderbar aus der Corona-Zeit, ja. Das sieht so aus, als ob es jetzt noch härter für kritische Stimmen wird, ne? Also auch zum Beispiel gegen Ihre. Ihr Konto ist ja auch schon mal gekündigt worden, ne? Ja, von der Inkdiva. sogar aus Eigeninitiative. Also natürlich müssen die ja keinen Grund für die Kontokündigung angeben, ja. Ja, das ist ja Und vielen kritischen Journalisten in Deutschland so gegangen, ne? Boris Reitschuster, Ihnen und noch ja, vielen anderen. ich Aber war eine der ersten. Bei mir ist das schon vor etlichen Jahren passiert, ja. Was Und glauben Sie, was könnte von Davos in Sachen Zensur ausgehen noch? naja, das sind ja, also das sind ja die Leute, die mit ihren Privatjets jährlich auch die Klimakonferenzen bevölkern und die dann immer verkünden, dass alle anderen CO2, also ihre CO2-generierenden Aktivitäten stoppen müssen, zum Beispiel nicht fliegen sollen, nicht Auto fahren sollen, kein Fleisch essen sollen und so weiter, ja. Das hat schon was Absurdes. Und ich erinnere immer daran, dass schon im Juni 2020 dieses Buch von Klaus Schwab auf den Markt kam, The Great Reset. Und da steht alles drin. Da steht wirklich alles drin. Ich habe dieses Buch damals sofort gekauft. Ich habe es auch rezensiert. Und da stand drin, was sie vorhaben mit dieser Corona-Krise. Am deutlichsten hat es der heutige englische König, als er noch ewiger Prinz war, Prinz Charles, ausgedrückt. Der hat gesagt, wir dürfen diese goldene Gelegenheit, wir müssen diese goldene Gelegenheit nutzen und die Transformation der Welt vorantreiben und nicht mehr rückkehrbar machen. Das haben sie nicht geschafft. Also offensichtlich von Klaus Schwab und anderen verkündetes Ziel, was in der Corona-Pandemie geschehen soll,
ist nicht geschafft worden. Naja, aber möglicherweise erste Schritte. Naja. Also wir haben ja jetzt auch, wir haben ja auch eine neue Normalität vorgestellt. Also nach, wenn man sich das anguckt, was sie vorhatten, also da kann ich nur empfehlen, das nochmal bei Klaus Schwab nachzulesen oder auf die Website vom World Economic Forum zu gehen. Da steht ja alles drin. Da kann man ja auch finden, ein Statement einer Dame, deren Namen ich mir nicht gemerkt habe, die dann gesagt hat, naja, wir haben es jetzt mit Corona nicht geschafft. Und es ist nicht klar, ob wir das mit Klima schaffen, weil den meisten Leuten ist Klima dann doch noch egal oder das kriegen sie nicht so, das kriegen wir ihnen nicht so vermittelt. Ja? Jetzt versuchen wir es mit Wasser, das war die Dame, ne? Jetzt versuchen wir es mit Wasser, ja. Weil trinken muss jeder. Und das heißt doch, da werden Agenden gesetzt, nicht dieser um der Agenden selbst willen, also tatsächlich Klimaschutz oder Schutz vor Pandemie, sondern weil man mit Hilfe des Klimaschutzes oder des Schutzes vor Covid-19 andere Ziele erreichen will, nämlich diese Transformation. Ja, und das ist. Dann ist Demokratie AD, ne? Ja, in meinen Augen ja. Jetzt mal last but not least, damit wir noch ein bisschen freudig herauskommen aus diesem leicht dystopischen Gespräch. Wie verhindern wir das noch? Ja, ich halte es ja da mit Hölderlin, wo die Gefahr ist, ist das Rettende auch. Mhm. Und ich sehe überall die Gegenbewegung. Und jetzt, es mehren sich doch die ganzen kritischen Stimmen. Und zwar nicht nur bei uns, sondern eigentlich überall. Ja, weil immer mehr Leute mitkriegen, dass diejenigen, die uns das Leben vermiesen wollen oder die uns diktieren wollen, dass wir bitteschön arm, möglichst besitzlos, aber glücklich sein sollen, ja, dass diejenigen sich selber gar nicht dran halten, ja, oder gar nicht daran denken, sich selber mit gutem Beispiel voranzugehen. Und da kann ich dann bloß sagen, das habe ich bei einem meiner Lieblingsautoren, Volker Mohr, gelesen, der auch so einen Blog betreibt, so eine Art Tagebuch, und geschrieben hat, ein englischer Wissenschaftler hat herausgefunden, dass das menschliche Atmen auch CO2 emittiert, ja, und dass das ganz bedenklich sei. Und er hat gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn alle Politiker und alle Klimaschützer, das Problem ist in 3 Minuten erledigt, wenn alle Politiker und alle Klimaschützer mal 3 Minuten den Atem anhalten und dann ist der Rest der Welt befreit. Ich hätte mir kein schöneres Schlusswort einfallen lassen können. Vielen Dank, Frau Lexfeld, für Ihre kluge Analyse der Jetztzeit. Schön, dass Sie da waren. Ja, gerne. Tja, Leute, was wir brauchen, sind mutige und kluge Köpfe und vor allem, wir brauchen Sachlichkeit und Evidenz bei den großen Themen, weil das ist komplett abhanden gekommen und wird durch Ideologie und emotionale Empörung abgelöst. Corona, Copy, Paste. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Aber auch wir müssen uns an unsere eigene Nase fassen. Sind wir sachlich genug? Achten wir genug auf Evidenz? Ich weiß, ist heutzutage nicht so leicht, ist aber wichtig. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.